Und damit willkommen zu einem neuen Modcheck auf meinem Kanal. Wir haben ein ganz besonderes Fahrzeug und zwar die erste Version eines Nexat-Trägersystems hier im LS22. Ich bin der Meinung, der Nexat-Trägersystem ist schon mal im LS13 rausgekommen und ich glaube, das ist hier eine Konvertierung dadurch. A, es ist kein Nexat, sondern ein Lizard, weil es gibt keine Lizenz dafür und damit es auch auf die Konsolen rauskommen kann, denn auch das kommt ja auf die Konsolen raus, ist das ein Lizard-Fahrzeug ohne Nexat-Branding. Und wir gucken uns direkt einmal hier die Texturen an. Wir sehen, guck mal, das hier ist zum Beispiel Metall, aber die Grundstruktur ist sehr plastisch und das nimmt, das sorgt dafür, dass ich die Annahme habe, dass das ein LS13-Konvertierung ist. Finde ich, da einiges metallisch ist und das andere so ein bisschen plastisch ist, ist für mich okay. Direkt vorweg, aktuell gibt es nur einen Mähdrescher-Vorsatz dafür. Ich habe auch ein Feld gekauft, wir werden auch eine Runde dreschen. Es sind allerdings weitere Implements geplant, sprich Sämaschine, Grubber und sowas. Alles, was es für das Nexat-Trägersystem gibt, ist auch nach und nach geplant. Zumindest steht das so in der Beschreibung. Ach so, und natürlich, dieses Mal habe ich das nicht verlinkt, denn du kannst den einfach im Mod-Hub runterladen. So. Also, wir haben einmal hier das Trägersystem selber. Wir haben hier den Dreschaufsatz. Und es gibt noch einen Hakenlift-LKW, beziehungsweise einen Trailer, damit wir hier diesen Aufsatz auch auf der Straße transportieren können. Wir werden das gleich mal ausprobieren, ob man den vielleicht reinhängen kann und dann trotzdem auf der Straße fahren kann. Ist ein bisschen unrealistisch, weil wir haben zum Beispiel hier dieses, was denn zu weit rausgucken würde. Allerdings wird das das deutlich einfacher machen. Wir gucken uns einmal die Lok an. Die ist sauber, also das macht keine Probleme. Selbst mit den ganzen Mods, die ich jetzt drauf habe, das sind jetzt alle Mods von meiner Mega XL Farm. Selbst damit läuft er sauber, das ist doch schon mal richtig schön. Ich würde sagen, wir gucken uns den mal von drinnen an und später gucken wir nochmal in den Shop rein. Von drinnen hat er eine schöne Kabine, sieht ganz nett aus. Der basiert offensichtlich auf dem John Deere hier drin. Im Real Life müsste der, glaube ich, auf dem Class basieren. Also der müsste eine Class-Kabine haben. Der hier hat eine John Deere-Kabine. Gibt Schlimmeres. Wir können die Kabine leider nicht weiterdrehen. Ich sag mal, das ist die Arbeitsposition. Beim echten Nexat wäre die Kabine ja so gedreht. Also wir würden nicht so gucken, sondern so gucken. Das kannst du hier leider nicht machen. Vielleicht kann das der Modder ja nochmal hinzufügen. Und wir fahren mal 2 Meter. Okay, rückwärts fährt er sich komisch. Wir werden ihn gleich nochmal auf dem Feld ausprobieren. Da wird sich zeigen, wie gut sich das damit arbeiten lässt hier im LS. Ich würde sagen, wir klappen den mal zusammen. Okay, jetzt geht er in die Arbeitsposition, wie wir sehen. Der dreht sich dabei. Okay, das muss man bedenken, dass er sich dabei dreht. Und jetzt die Kabine. Ja. Okay. Der fährt irgendwie seitlich. Das ist natürlich unschön. Der fährt so eine leichte Kurve. Ich fahre auch gerade über Tastatur. Das Lenkrad ist auch nicht aktiviert. Und der hat einen ganz miesen Lenkeinschlag. Okay, Lenkeinschlag ist nicht so wirklich vorhanden. Also in echt ist das ja ein Quick-and-Play-System. Sprich, man fährt rein und es wird alles automatisch angekoppelt. Es ist jetzt nichts irgendwie manuell anzukoppeln. Hier ist es, wenn man jetzt manuelles Ankoppeln angeschaltet hat, geht man hier oben rauf in die Mitte. Irgendwo hier. Irgendwo hier war der Trigger. Da. Da ist der Trigger. Muss man ein bisschen suchen. Ah gut, wenn man es weiß. So, dann steigen wir jetzt mal ein. Okay, so lässt sich das Rohr ausklappen. Wir sind halt ein extrem breites System, ne? So, wir schwenken mal voll ein.
Er ist halt auch echt nicht wendig. Okay. Muss man auch wissen. Ich habe jetzt mal das Schneidwerk gekauft, was ich aktuell benutze, das Honeybee, allerdings ohne den ganzen Schnickschnack, den ich dran habe. Das ist 15 Meter irgendwas groß. Das müsste auch in etwa die Breite sein, die der Nexat denn selber auch hat. Ich glaube, der Nexat ist irgendwie 14 Meter lang. Versuchen wir mal daran zu kommen. Okay, wir koppeln es an. Ja. Das ist, ich denke mal, die richtige Breite für das Nexat-Trägersystem. So, ja, hat man die Reifen und so nicht im Getreide, sondern mäht ein bisschen drüber hinaus. Ja, ich fahre gerade mit meinem LKW und im Endeffekt, wir sind auch nicht schmaler, ne? Wir sind auch nicht schmaler jetzt so. Das heißt, wir könnten auch einfach so mit Nexat fahren und ich werde es nochmal kurz einblenden, wenn das so ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und zwar, ich glaube, man fährt auch mit Nexat mit einem Gerät da drauf. Also, wenn ich jetzt ein Jahr einblende, dann fährt man mit Nexat mit einem gekoppeltes Gerät. Und wenn das so der Fall ist, dann würde ich auch ganz gerne das hier im Spiel machen können. Weil das ist nämlich tatsächlich eine Sache, wo ich jetzt sagen muss, es wird sehr aufwendig tatsächlich, weil man jedes Gerät einzeln hinbringen muss. So, auf der Straße fährt er 40 km/h, damit kann man sich schon mal ein bisschen was bewegen. Und jetzt, wo er auch gerade nicht nach links oder rechts zieht, ist er auch vergleichsweise wendig. Wir werden es gleich an der Auffahrt einmal sehen. Bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, dass der so, ja, manchmal so ein bisschen nach links oder nach rechts zieht und warum er manchmal gerade fährt. Ihr seht, wir sind ziemlich breit. Aber das müsste von der Breite noch okay sein. Ich sag mal, die 3 Meter, die man haben darf. Da vorne ist schon das Feld. Dann werden wir da gleich mal einbiegen und dann seht ihr, wie, ja, wendig oder nicht wendig er halt auch ist. Also für richtig, richtig enge Straßen ist er nix. Aber wenn wir jetzt hier einlenken, wir kommen hier auf jeden Fall rein. Aber ihr seht auch, die Fahrphysik ist irgendwie komisch. Die passt nicht so ganz, falls ihr versteht, was ich meine. So, dann klappen wir jetzt einmal den Nexat in die Arbeitsposition. Hafer, genau, hat Stroh. Ich glaube, der Nexat macht 2 Strohschwade eigentlich, der echte. Ich bin mir da aber nicht sicher. Da könnt ihr mich in den Kommentaren einmal korrigieren. Im Endeffekt haben wir jetzt einen mittelmäßig teuren, also der ist günstig. Wir gucken uns den gleich nochmal im Shop an. Also für das, was für einen Mähdrescher in der Größe ist er günstig. Mit 1100 PS auf jeden Fall sehr stark motorisiert. Haben wir eigentlich einen sehr schönen Mähdrescher. Aber er hat halt seine Fahrphysikprobleme. Ich finde ihn bis jetzt, fand ich ihn sehr gut, bis auf die Fahrphysik. Die ist wirklich eine Vollkatastrophe. So, wir fahren mal eine Kurve. Und sehen, wir kommen halt nicht in eins rum. Man würde jetzt in die zweite Bahn reinfahren oder man würde die Fahrphysik ändern. Wir haben allerdings auch noch verschiedene Fahrmodis. Wir können mal gucken. Wir haben Allradlenkung, das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben Vorderradlenkung. Die ist damit wahrscheinlich nicht gerade wendiger. Nee, überhaupt nicht. Dann haben wir, ja, Allradlenkung und Vorderradlenkung. Okay. Interessant. So, unser Tank fast. Wir machen mal eben auf 20% und dann rechnen wir hoch. Wir rechnen, weil es einfacher ist. Im Job werden wir es nochmal genau sehen, mal eben mit 4500. Das heißt, wir haben 18.000, ja, irgendwie 22.000, 23.000 Liter, die hier reinpassen. Ist also ein mega großer Korntank. Und ja, wir gucken uns den jetzt einfach mal im Shop an. Im Shop für fast 400.000 Euro, muss ich sagen, ist für das System, glaube ich, günstig. Ich würde jetzt behaupten, der kostet im Real Life deutlich mehr. Ja,
bei den Großtraktoren. Ist natürlich, aktuell gibt es den nur als Mähdrescher, weitere Geräte kommen ja noch hinzu, aber es ist ein Universalträgerfahrzeug und es passt schon, dass er unter Traktoren ist, weil er ist ja, vor allem ist er ja eine Ackermaschine, er ist ja nicht in erster Linie ein Mähdrescher, sondern ein Allrounder. Also, 395.000 Euro unter Großtraktoren. Wir haben 296, nee, gar nicht, ich muss den natürlich auch anklicken. Wir haben 1156 PS. Als Konfigurationsmöglichkeiten haben wir Design EU oder US. Das ja, sind die Warntafeln in dem Fall. GPS-Mod ist halt GPS-Mod. Ne? Es hat mit dem Fahrzeug selbst nichts zu tun. Den konfiguriere ich aber auf jeden Fall rein. Dann haben wir die Designfarbe. Da geht es hier um alles, was jetzt hellgrau ist. Wir machen das mal in Pink, damit wir sehen können, was das ist. Das im Endeffekt ist es das Fahrgestell. Ich finde auch schön, dass er ein 25 km/h-Schild hat, aber eigentlich 40 fährt. Hauptfarbe ist alles andere. Das machen wir jetzt mal in Blau. Dann sehen wir das auch. Ne? So sieht's aus. Und da haben wir noch die Felgenfarbe. Die ist aktuell in Alu bzw. Chrom, aber hier können wir auch die ganze Standardpalette machen, wenn wir wollen. So sieht's denn aus. Ich finde auch, was mich interessiert ist, er hat hier Metall reingebaut, aber hier hat er es irgendwie vergessen. Vielleicht wird das noch nachgebastelt. Würde ich auf jeden Fall mich freuen. Kabine, wie gesagt, ich glaube, im Real Life hat er aktuell eine Glaskabine. Jetzt hat er hier John Deere. Finde ich nicht schlimm, aber es wollte ich mal anmerken, sag ich mal. Genau. Im Endeffekt ist das der Nexart mit GPS und ein bisschen Farbe. Enden wir hier bei 412.000 Euro. Ne? Für das, was er ist, ich sag mal, du hast ja, wenn du dieses Nexart-Trägersystem hast, arbeitest du ja mit nichts anderem eigentlich mehr. Du hast ja nachher alle Geräte da dran, Sämaschine, Grubber, Düngerstreuer, du hast eine Spritze, du hast einen Mähdrescher. Das heißt, du fährst eigentlich nur mit diesem System auf dem Feld. Und dann ist es natürlich auch so, das sagt Nexart ja auch, auf den ersten Blick wirkt der viel, viel teurer als ein normaler Traktor. Allerdings am Ende, wenn man das komplette System darauf aufgestellt hat, also nur noch das Nexart-System hat, endet man am Ende bei demselben Preis wie bei einem normal ausgestatteten Hof in der Größe. Also sind wir letztendlich nicht teurer, sondern gleich teurer. So, denn haben wir noch die verschiedenen Geräte dafür. Dafür gehen wir mal eben auf Kombination, was einfacher ist. Da haben wir einmal hier das Dreschwerk. Das kostet 75.000 Euro. Das heißt, wir enden irgendwo bei 500.000 Euro mit einem entsprechenden Schneidwerk dann bei, ja, roundabout 600.000 Euro. Ist also ähnlich teuer wie ein großer Mähdrescher. Ja, Hauptfarbe, ne, können wir hier ändern, wie wir wollen. Wir machen wieder Pink, um uns das einmal anzugucken, wie schön das ist. Hier auch wieder, das ist wieder so plastisch, LS13-mäßig. Das hat irgendwie keine richtige Textur, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht Metall, es ist kein Plastik, es ist, ne? Und hier wurde dann hier Metall hinzugefügt. Ich hoffe, dass das in zukünftigen Updates nochmal irgendwie gefixt wird. Preislich ändert sich nicht viel, bleibt bei knapp 75.000 Euro. Dann haben wir noch diesen Hakenlift-LKW, der das Ganze ja dann von dieser Seite hochhebt, was sehr witzig ist, weil im Real Life wird er einfach umkippen ohne Stützen, weil du hast da ja keine Ahnung, wie viel wiegt das Ding hier? Das Ding wiegt 7,6 Tonnen, das wird er niemals ohne eine Stütze einfach so rüberheben können, das wird nicht funktionieren. Aber halt hier eine stinknormale Hakenlift auf einen Tieflader raufgesetzt. 39.000 Euro, wir können hier auch wieder ein bisschen Farbe ändern. Das ist die Farbe hier, das, was wir gerade geändert haben. Wir machen es wieder pink, damit ihr es besser seht. Und dann haben wir noch die Felgenfarbe. Die können wir auch in alles inklusive Chrom machen. Ja, so sieht's aus. Das war's. Mein Fazit. Cool, wo noch Arbeit reingesteckt werden muss. Aktuell ist er... Manchmal fährt er vernünftig, manchmal fährt er nicht vernünftig. Manchmal zieht er ja eine Kurve. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich kann es mir nicht erklären. Das ist immer, nachdem man einmal ja, die Fahrtrichtung gewechselt hat. Kann also sein, dass man ab und zu mal die Fahrtrichtung oder den Fahrmodus ändern muss, damit er wieder gerade läuft. Denn funktioniert er ganz gut.
dass hier die Texturen so plastisch sind, ist schade. Finde ich aber okay. Also es ist gerade noch okay, sag ich mal so. Es ist gerade noch okay. Es wäre aber schön, wenn das überarbeitet wird. Und natürlich, aktuell ist es nur ein großer Mähdrescher. Es fehlen die anderen Systeme. Die sollen ja aber noch hinzugefügt werden. Und wenn die gut funktionieren und so, ist das, glaube ich, ein richtig interessanter Mod. Und wie gesagt, bitte, bitte, bitte an der Fahrphysik nochmal arbeiten, lieber Herr Modder. Und wenn es geht, ich kenne mich mit Modden nicht so gut aus, ne? Wenn es geht, hier die Texturen nochmal ändern. Dass das irgendwie auf einem aktuellen Stand ist. Weißt du, dass Metall Metall ist, Plastik Plastik. Weil das hier ist ja aktuell, weiß ich nicht. Es ist okay, aber nicht schön. Ja, könnt ihr euch im Mod-Hub runterladen. Ist alles dabei. Ein Download, hast du das. Log ist fehlerfrei, wie gesagt, ne? Die funktioniert. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung gefallen. Wir machen ja eine Mod-Check, weil ich mir Mods angucke, die ich hier zum Beispiel auf meiner Mega XL-Farm einsetzen wollen würde vielleicht. Die gucke ich mir dann an, die gucke ich mit euch zusammen an. Dann seht ihr gleich, okay, diesen Mod wird er sich vielleicht holen, vielleicht aber auch nicht holen. Ich bin hier sehr hin und her gerissen. Ich würde sagen, zum späteren Zeitpunkt, wenn hier mehr Systeme dabei sind, kann ich mir vorstellen, den zu holen, sofern die Fahrphysik überarbeitet wird. Zum aktuellen Zeitpunkt ist der für mich noch leider keine Option. So cool der Mod auch ist. Ich bedanke mich bis dann, danke und ciao.